Brauche ich für den nächsten Gast irgendeine Einleitung? Publikum mal leer machen, wenn ihr sagt nein. Ein großer Applaus bitte für Peter Neururer. Hallo. Es geht leider nicht um Leistung beim DFB und bei der Nationalmannschaft, denn dann hätten wir andere Leute dabei. Das sagt ja der Peter schon seit Jahren. Ne? Du sagst ja auch, wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, sollte man es nicht verlieren. Ja, die gute Mannschaft beurteilst du dann, na, wenn sie mit schlechter Leistung Spiele gewinnt. So. Gut spielen und gewinnen können viele. Aber du musst schlecht spielen und immer noch erfolgreich sein, dann bist du ganz weit vorne. Ja, klar. Da haben wir einen in der Runde, wo ich fragen muss, hat das Handy einmal geklingelt? Peter. Fortwährend. Ja? Ja, meine Frau habe ich mal angerufen, sieht mich sonst nicht. Nein, was ich da vor einer Mannschaft von Hertha BSC erlebt habe, habe ich im Fußball nur ein einziges Mal selbst erlebt, das zu der Zeit, in der ich bei Hertha BSC im Abstiegskampf in der ersten Liga war. Wenn es aber jetzt einer schaffen kann mit dieser Mannschaft, wenn man die als Mannschaft bezeichnet, dann Peter Neururer. Dann ist es, nee, Peter Neururer hat es ja verachtet. Er hat es aber Hertha schon mal versucht. Also wenn irgendein Trainer eine Karriereplanung hat, das hat Pal Dada übrigens auch nicht mehr. Doch, er hat gesagt, meine Karriereplanung ist Hertha BSC. Genau. Ja. Dann bezieht er das auf Hertha BSC. Genau. Ich hatte auch mal eine Karriereplanung, war super. ich hab Hertha BSC überlebt. Van Dijk hat übrigens, war der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten. Der ist nicht vom Baum gefallen. Ja. Ja. Den muss ich erstmal bezahlen können. Ich meine Gedanken im Fußball. Das ich muss doch auf das hinauslaufen, oder? Zwischen Schalke und Bochum. Dass es da um die Relegation geht mit Reis und so. Das also ich habe die große Hoffnung, dass es so aussieht, dass der VfL Bochum direkt drin bleibt, Schalke Relegation und über die Relegation gegen den HSV eben drin bleibt. Ja, und wer dann außer Hertha absteigt, ist mir eigentlich egal. Indem, dass man sich mit einem Porsche abbilden lässt, mit einer Harley Davidson. Oh, Peter. Porsche. Oh. Das passt aber zu mir. Ja. Der BVB muss jetzt endlich mal 90 Punkte holen, damit es klar ist, dass sie die beiden... Nee, die brauchst du dieses Jahr nicht mal. Genau. Ja, und von der sind sie ja jetzt noch dran. Die haben zwei Punkte Abstand. Natürlich ein scheiß Vorfeld, also drei Punkte Abstand, das ist ein Sieg. Die sind doch im Augenblick noch gut im Rennen. Hoffen wir, dass sie seit letzten 10 Jahren nicht mehr. Bis auf die eine Zwischenbilanz, also 9 Punkte Vorsprung haben. Ja. Lass uns mal einen Punkt hintermachen. Schaffen sie es in dieses Jahr? Nein. Es war ja durchaus schon mal gegeben, dass die Meisterschaft für Schalke 04 von Dortmund kaputt gemacht wurde. Jetzt besteht die Möglichkeit vielleicht, dass Schalke 04 Dortmund zum Meister machen kann. Denn das Spiel gegen München findet ja noch statt für Schalke. Du glaubst 5-2, oder? Glaube ich nicht ganz. Ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass Dortmund Meister wird. Frage an Peter. Als Zuschauer? Ja. Dann als Zuschauer. Ja, oder als Trainer. Ach nee, als Trainer ist das ist zu viel, das ist, kann man vergessen. Dann mach mal Zuschauer. Na doch, als Trainer, scheiß mal drauf. Ja, kann ich, Peter, komm, mach vom Weißbierglas, wie der Kaiser. Das kann nur der Kaiser. Er hat ihn gemacht, ne? Zweimal vom Weißbierglas. Ja, stopp. Hey, hey, auf die Flasche. Das wollten wir noch trinken, Peter. Bitte. Ja. Ah, schade. Applaus für Peter Neururer. Schmiede.